Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Planet Zoo. Ja, wir sind ja hier noch so ein bisschen im Tutorial drin. Oh mein Gott, das ist alles irgendwie ganz schön arg laut. Schauen wir mal. Ja, und jetzt soll es, nachdem wir uns mit den Straußen beschäftigt haben, doch mal zu den Pfauen gehen. Und ich habe natürlich. Nee, ich muss das hier leiser bei mir machen. Das ist mir doch ein bisschen heftig laut. Ich mache das bei euch auch mal ein bisschen leiser. Das muss ich so brüllen, dass ihr mich versteht. So, dann müssen wir mal gucken hier. Wir haben doch hier irgendwo unsere Aufgaben. Wo waren das? Ziele. Wir sollen drei neue Exemplare der Tierart blaue Pfauen aufnehmen. Okay, dann gehen wir in den Tierhandel. Und da ist gar nichts. Hallo? Liste aktualisieren. Keine drin. Ah, blaue Pfauen. Können wir hier? Ne, das sind die, die ich habe. Belohnungen haben wir nicht. Wo ist denn, wo kann ich denn hier? Hallo? Keine Tiere? Hallo? Oh, das war ja falsch. Dialog Öffne den Bereich wiederholen. soziales Wohlbefinden für Ach mehr so. Details. Soziales Wohlbefinden für mehr Details. Das heißt, wir müssen erstmal ein V finden, ne? Da. Wohlbefinden, Die sozial. Pfauen haben eindeutig genug Platz und gestresst sind sie auch nicht. Aber in ihrer sozialen Gruppe scheint etwas nicht zu stimmen. Sehen wir uns das näher an. Klicke auf den Reiter Sozialverhalten im oberen Bereich des Infofensters, um mehr zu erfahren. Sozialverhalten. Gut. Wie du siehst, sollten mehr Pfauen im Gehege sein. Dieses kleine Problem löst du, indem du drei weitere weibliche Pfauen aufnimmst. Aha. Na los, du weißt ja, wie das geht. Ja. Ach, jetzt sind da welche drin. Okay. Ich habe mich schon gewundert. Sind alle weiblich? Aufnehmen. 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 Ne? Wunderbar. Tieraufbewahrung. Verschieben. Hier hin. Und das auch. Versand geplant. Wie sich das au anhört, Gut ne? gemacht. Ich vermute, dass sie bald geliefert werden. Aber es klingt leider so, als ob unser Schneeleopardenweibchen etwas mürrisch wäre. Gucken wir doch mal, ob wir ihr helfen können. Schneeleopardenweibchen, machen wir. Tigern wir mal hin. Was ist denn da los? Die haben sogar Schnee. Schick. Wo ist er denn? Hallo, wo bist du? Aha. Tiere können genauso wie Menschen Stress empfinden, wenn etwas nicht ganz stimmt. Als würdest du Zeuge sein müssen, wenn jemand Milch vor dem Teebeutel in die Tasse gibt. Schneeleoparden stresst es, wenn sie nicht genug Privatsphäre haben. Du kannst den Stress verringern, indem du die Entschuldigung. normalen Glasbarrieren durch Einwegspiegel ersetzt. Das ist nicht billig, aber sie sind die Investition wert. Dadurch haben die Schneeleoparden eine Rückzugsmöglichkeit, wenn sie den neugierigen Blicken unserer Besucher entkommen möchten. Okay. Das heißt, hier unter Barrieren oder was? Einwegspiegel. No? Ich hab's kaputt gemacht. Hallo? Wird ein Jetzt Tier haben aus wir's. seinem natürlichen Biom gerissen, ist es wahrscheinlich, dass es ihm zu heiß oder zu kalt ist. Den Schneeleoparden ist es natürlich selbst bei dem schrecklichen Wetter in Großbritannien zu heiß. Du solltest das Gehege abkühlen, indem du Klimaanlagen hinzufügst. Aber öffnen wir zuerst die Temperatur-Heatmap und werfen einen Blick auf die Temperatur im Leopardengehege. Okay. Das geht. Ja, war ja hier mit dem Strom. Okay. Aha. Tierwohlbefinden, Gehege, Wie du sehen kannst, haben wir Temperatur. bereits eine Klimaanlage installiert. Ja. Platzieren wir weitere, um einen möglichst großen Teil des Geheges so kühl wie möglich zu machen. Zum Glück ist es bereits mit Strom versorgt, aber in Zukunft musst du auch darauf achten. Zur Info, wenn irgendein Teil des Geheges Strom hat, hat das ganze Gehege Strom.
Heizungen und Klimaanlagen. Okay, Klimaanlage. Sehe ich denn vielleicht auch, welchen Umkreis die denn machen? Das wäre ja schon mal cool. Aha. So, und schauen wir mal. Brauchen die jetzt eine Weile, um das runterzukühlen? Ah, ja. Ja. Und wie viel wie viel Coolness braucht denn unser Schneeleopardenweibchen? Temperatur. Ja, das ist ja jetzt die Frage. Also das kühlt ja hier doch relativ schnell runter, ne? Sollen wir ihr denn vielleicht hier noch eine hinsetzen? Heatmaps gibt es für Ah, allerhand okay. hilfreiche Sachen. Sieh sie dir also unbedingt alle an und nutze sie gut. Wasser. Es dauert ein bisschen, bis sich die Temperatur nach dem Hinzufügen von Klimaanlagen oder Heizungen ändert. Da wir die Klimaanlagen aber jetzt platziert haben, kümmern wir uns um das Geländewohlbefinden der Tiere. Hier. Leoparden brauchen Schnee und Felsen. Das kriegen wir hin. Was? Schnee und Felsen? Jetzt muss ich erstmal hier. Warte mal. Stempel formen. Geländestempel. Ach du lieber Himmel. Oho. Okay. Schnee. Felsgrau. Rau und felsglatt. Ja. Das ist ja jetzt die Frage. Aber hier ist ja denn schon Schnee, ne? Hier kommt ja überall Schnee hin. Das heißt, vielleicht eher hier so hin. So Richtung Köhle. Ein bisschen um den Teich drumherum. Und ein bisschen Schnee. Ach, wir sind jetzt sowas wie die Beschneiungsanlage oder was? Bleibt das denn da auch? Na, das ist ja hier was. Ah, da schmilzt es wieder weg oder was? Okay. Sehr gut. Ja, nun Sie warte, ich bin noch wissen, gar Sie nicht müssen genau fertig. wissen, wie du Tiere glücklich machen kannst. Deshalb Kann ich möchte ich, das? dass du jegliche Probleme in den Gehegen aller anderen Tiere im Zoo behebst. Das wird das durchschnittliche Wohlbefinden der Tiere im Ganzen zu erhöhen. Und dieses durchschnittliche Wohlbefinden ist ein äußerst wichtiger Wert. Um auf einen Blick zu sehen, wie es all deinen Tieren im Zoo geht, musst du die Zooverwaltung und dann den Bereich Tiere öffnen. Okay. Tierwarnungen. Mika, Grizzlybär war zu lange in einer Transportbox. Okay. Ja, na denn. Tier aus der Transportbox holen. So, bitteschön. Haben sie vergessen, dich freizulassen oder was? Blauer V leidet unter niedrigem Wohlbefinden. Warum? Wohlbefinden. Was? Wohlbefinden? Okay. Wahrscheinlich durch das Sozialverhalten, ne? Dass sie jetzt erstmal eine ganze Weile allein waren. Arturo, Lehmanns Pfeilgiftfrosch. Ach du lieber Himmel. Oh. Oha. Ach, das sind diese Vivarien, ne? Das ist ja hier. Ja, ich öffne ja schon die Zooverwaltung. Moment. Hier Wie finde du ich meine sehen kannst, wird in Tiere. dieser Liste das Gesamtwohlbefinden der Tiere angezeigt. Wenn also etwas nicht stimmt, kannst du mit Hilfe der Schaltfläche finden, schnell beim Tier vorbeischauen. Gut, ich mach kurz Pause, während du dich um alle Tiere kümmerst. Ist das hier finden oder was? Okay. Ernährungszustand. Wo ist er denn? Ach du Gottchen! Warte, warte, warte. Ach du, da kommst du gar nicht richtig. Ach du Gott, der ist ja knurpsig. Ja, warte. Gehege.
Futter und Wasser. Wasserschüssel klein, Wasserschüssel groß. Futtertrog. Was essen die denn? Wo? Futterkäfig. Futterschüssel klein. Ernährungszustand. Oh, jetzt ist er wieder glücklich. Was ist denn hier los? Immer wenn ich auf einem Tier bin? Die sind doch alle glücklich und zufrieden. Hallo? Ist ja auch süß. Haben sie die Vivarien hier reingebaut? Auch schön. Ja. Ja. Goliath-Vogelspinne. Ernährungszustand. Ja, hier müssen bestimmt einfach nur die Pfleger kommen, wa? Tierpfleger rufen. Hallo? Wie werden die denn gefüttert? Die haben ja auch gar keine. Wie wird denn in einem Vivarium gefüttert? Gar nicht, oder? Da werden bestimmt lebende Tiere. So, Pablo. Boah, ich hasse Vogel. Also, ich mag Spinnen nicht. Tierpfleger rufen. Finden. Na, da war doch einer. Ja, gucke. Ja. Müssen wir doch gleich mal einen Screenshot von machen. Sowas von. Also mit G, ne? Ja, nu, ich würde sagen, wir haben keine Meldungen, alles ist schick. Na? Nein? Zootiere. Was ist denn hier? Amelie, was ist mit dir los? Was ist denn da los? Was fehlt dir denn, Kleines? Lebensqualität. Es gibt zu wenig Beschäftigung für alle Tiere. Okay, mein Headset wird langsam schon wieder leer. Gehege. Heizungen, Schlafmöglichkeit, Lebensqualität. Ach, du lieber Himmel. So, warte mal. Art. Sie ist eine Aldabra-Riesenschildkröte. Da. Du möchtest einen Hundeball, einen kleinen Ball, Klumpen aus gefrorenen Früchten? Kräuterwitterungsmarkierung. Ein Früchtebaum? Oder einen Sprinkler? Ich würde sagen, wir probieren es mal mit einem kleinen Ball. Ja. Und Kräuterwitterungs. Könnten wir ja mal dahin machen. Na? Wunderbar. Ist sie glücklich? Wunderbarski. Bist du jetzt glücklich, Kleines? Ja. Sehr cool. Muss man ja mal Screenshots machen hier, wa? Sehr schön. Ja, leg dich hin. Wunderbar. Die sehen schon cool aus, oder? Ach, du hast ein Häufchen gemacht. Okay. Naja, gut. Dann legst du dich eben nicht hin. So, dann gehen wir mal aus der Kamera raus. Lebensqualität ist immer noch nicht so wirklich pralle. Aber warum? Futterbeschäftigung. Okay. Habe ich das auch noch falsch interpretiert? Futterstellen. Aber Futterbeschäftigung. Gibt es hier nicht sowas wie. Warte mal, Klumpen aus gefrorenen Früchten? Magst du sowas? Lebensqualität. Durch Beschäftigung, Futterbeschäftigung, 83%. Ja, sollte doch jetzt dann super sein, ne? Sehr schön. Haben wir das auch? Dann gucken wir mal. Ich weiß ja nicht, wie lange die gute Frau Pause macht, wie lange wir uns jetzt hier um alles kümmern sollen. Ach, du lieber Himmel. Was ist denn bei unseren Zebras los? Was ist denn da los? Oh, ihr seid ja bei den Giraffen drin. Also überall, wo ich hinkomme, kacken die Tiere erstmal. Ist doch nicht normal. Ich wollte jetzt eigentlich gar keinen Doppelklick machen.
Lebensqualität, Futterbeschäftigung und Spielzeug. Also ja, Spielzeug. Aber die haben hier Futter. Aber ihr wollt ein bisschen mehr tüfteln, wa? Was habt ihr hier? Was ist das? Heizkörper. Aha, okay. Also, nee, warte, ist ja gar nicht wahr. Ihr seid Steppenzebras. Gut, Gehege. Futter und Wasser. Dann nehmen wir die weg. Und dann möchte ich gerne das Steppenzebra hier haben. Dort. Okay. Lebensqualität, Futterbeschäftigung. Es gibt zu wenig Beschäftigung durch Spielzeug. Warte mal, wir gucken erstmal bei Spielzeug. Futterspender hängend. Wo sind denn hier die Zuschauer? Wo können die reinschauen? Aha, hier. Da könnt ihr mal da reingucken. Ein Greifball. Als wenn die damit was anfangen könnten. Eine Reibesäule. Könnte man machen. Wir können auch mal den Filter hier wegblenden. Futterspender Fass klein. So, was fehlt euch denn? Futterbeschäftigung, warte mal. Vielleicht Futterballspender. So, dann haben die richtig was zu tun. Aber so richtig. So, was fehlt euch hier? Gelände. Gar nicht übel. Ich Okay. glaube, man kann getrost sagen, dass du den ersten Teil deiner Ausbildung mit Bravour bestanden hast. Es gibt noch Yay! viel mehr zu lernen, aber dafür müssen wir einen der anderen Zoos von Bernie besuchen. Schnapp dir deinen Pass und es kann losgehen. Ja, sehr geil. Goodwin House abgeschlossen. Alle 3 Sterne erarbeitet. Klingt, als würde der ganze Zoo friedlich vor sich hinschnurren. Nun, schnurren, grunzen, kreischen, brummen, die Bummen. ganze Symphonie der Tierstimmen. Ich hatte wohl recht, dich anzustellen. Verrate ihr nicht, dass ich geplaudert habe. Aber Nancy dachte, du würdest noch am selben Morgen aufgeben. Wir freuen uns also umso mehr. Und Nancy schuldet mir jetzt einen Foxy Coffee. Wir haben uns zwar gerade erst kennengelernt, aber wenn ich dich so ansehe, bist du für mich wie das Kind, das ich nie hatte. Nach dem einen, das ich habe, natürlich. Aber meine Tochter ist keine Tierpflegerin. Versteh mich nicht falsch. Emma liebt Tiere über alles. Aber ihre Ziele liegen noch einmal eine Stufe höher. Sie will den gesamten Planeten retten. Ich begnüge mich damit, ein paar Arten zu retten und wäre glücklich, wenn man eine Froschart nach mir benennen würde. Aha. Okay. So, was ist denn Geländer? Zu viel kurzes, zu wenig kurzes Gras und zu wenig langes Gras, aber viel zu viel Erde. Okay, warte mal, das möchte ich jetzt gerne noch machen. Wo finde ich denn das? Faulbaum, Gras, 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 Gras. Garten, Felsen. Finde ich hier irgendwo Gras? Einfach so? Ach so, das muss ich ja malen, ne? Warte mal, Gelände. Malen. Gras kurz. Da könnte man, hier ist ja so eine Wasserstelle, ne? Könnte man doch hier einfach mal rund um die Wasserstelle ein bisschen grün machen. Das erschließt sich ja mal von ganz allein. So. So. Noch mehr? Ach du liebes bisschen. So gut, dann halt noch mehr. Okay. Aha. So, jetzt sind wir mit dem kurzen Gras durch. Sehr schön. Und dann machen wir hier aber noch mal ein bisschen langes Gras. Ne? Noch dazu. Damit das hier mal ein bisschen besser aussieht. Ja, ich weiß, jetzt ist das kurze Gras. Natürlich hinfort.
So, jetzt müssen wir hier mal die Erde so ein bisschen wegkriegen, ne? Ja, da würde ich sagen, in der nächsten Folge starten wir dann in den nächsten Zoo hinein. Gucken wir mal, was uns dort erwartet. Denn hier scheinen wir ja dann tatsächlich alles erledigt zu haben. Du lieber Himmel. Stärke. Warte mal, lass mal hier größer. Stärke. Mal ein bisschen mehr Gas geben hier. Jawohl. Oh, ist das schön. Es ist immer noch zu viel Erde. Ach, da hinten. Hier ist noch ganz viel Erde. Also die möchten eigentlich gar keine Erde, wenn man das so sieht. Sehr schön. Ein schönes grünes Gehege. Ja, das hinterlassen wir hier anständig, ne? Und dann machen wir noch ein bisschen kurzes Gras dazu. Bis sich das wieder ausgleicht. Ja, na guck. Wunderbar. Sehr schön. Ja, dann haben wir hier diesen Zoo abgeschlossen. Unsere Zebras und Giraffen rennen jetzt hier oder bewegen sich in einem grünen Gehege. Und das finde ich doch schon mal sehr, sehr schön. Ja, das war das Start-Tutorial. Und ja, in der nächsten Folge bewegen wir uns dann in einem neuen Zoo. Und gucken wir mal, was uns da erwartet. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich finde es eigentlich ganz interessant. Muss mich noch ein bisschen mehr reinfriemeln hier. Aber gut, ein bisschen Zeit kann ich mir dafür ja ruhig nehmen, ne? Alles klar, ihr Lieben. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao!